Servus Leute und weiter geht's bei Saints Row The Third. Servus! Ja, wir haben gerade das Tron, das Amok-Rennen abgeschlossen oder wie auch immer, naja, 2000 Credits ist auch nicht schön oder auch nicht schlecht, Dollar halt. Nicht schön. Ja, egal. Amok-Fahrt-Aktivität freigeschaltet. Gut. Dann suchen wir uns, würde ich sagen, mal schnell da dieses Auto. Ja, schön die Türe aufmachen. Hast du schon Auto? Ja. Matti, komm zu dir. Ich bin genau hinter dir. Mehr oder weniger. So, abgreifen, Versicherungsbetrug. Nein, mal Versicherungsbetrug, das ist cool. Bist du schon im Auto drinnen? Achso, du bist surfen. Jo! Ja. Ja, ich wollte sogar noch ausweichen, aber es hat nicht ganz funktioniert. Macht Spaß. Warte, ich bin der Kühlfigur, geht schon los, geht. Meine kühle Figur. Ja, wenn die dann Scheiß zusammenfahren, dann haut's die halbe Ober. Wenn ich irgendwo dagegen fahre, dann haut's die Ober. Ja. Mach mal ins Kiefer, du kriegst Uepala. Ich bin bei den Kieferer gestraft. Ja, und ich hab's Gleichgewicht verloren. Los geht's. Wir hitten wieder an. Sollen nicht nerven. Oh yeah. So. Versicherungsbetrug, das ist einfach, finde ich, eines der geilsten Nebenmissionen Orten. Da kommt echt nichts hin. Und ich finde, Vandalismus ist das, glaube ich, mit dem Bonze ist das ja, glaube ich, das ist auch ganz geil. Das mit dem Bonze ist ganz geil und Vandalismus ist, glaube ich, das, wo man selber so viel kaputt machen muss, wie es geht. Naja, jetzt machen wir Versicherungsbetrug, oder? Ja. Naja, das ist, wo du Unfälle bauen musst, wo so. Genau. Ja. Auf der Kreuzung. Ja, genau. So viele Autos einlaufen, wie es noch geht. Da fliegt man, da kann, also ich bin auch mal so geflogen, oder eigentlich eher schon öfters, du fliegst dann so herum, wie, keine Ahnung, ist ja so komisch gestreckt. So lustig. Ey, wie ein Puppen halt. Nein, wieso? What the fuck? Das war wohl nix. Why are you living this shithole? To remind me of what Kilbane took from me. It keeps me focused. Whatever works for you, man, I'm just saying. I love my place to have working heat. So you hate discomfort. That's the sort of weakness the luchadors will capitalize on. Unless you harden up, Kilbane will crush you. But don't worry, I'll chisel you out of diamond. How? By making you experience the worst pain imaginable. Now come on. It's time for you to play in traffic. Wait, Alan, wait, what? Die haben das irgendwie in viel Sprachen durchspielen müssen, ne? Da gibt's ja so viel Ding, so viel komische Stimmen. Ja, stimmt. Wir fanden zwei verschiedene, würde ich sagen. Nein, fahren wir zu einem, das ist ja wurscht. Ja, sehe ich, fahren wir. Da ist das Kürzeste, ich bin schon da. Okay. So, LT-Puppenflug und passt. Mach du schnell laufen und Hechtsprung rein und dann mach den Puppenflug, den hebst du. Genau, oder was? Ja. Aber ich hab mich jetzt gerade so reingefasst. Also hab ich mich gerade so hinfallen lassen, einfach. Nein, das war nicht so geplant, ich lauf lieber so rein. Nein, ich muss erst wieder da reinspielen, das kann ich gerade nicht. Mach doch in die Kehrmaschine, die hol ich mir. Ich hab mir, komm her, Kehrmaschine, jetzt bremst es um. Wo fährt denn da das Auto? Ja. Wenn wir dann nachher den Adrenalin-Modus haben, das ist geil, das sag ich da. Das ist so geil. Und was machen die? Ah, oh, jetzt überfahren sie mich. So, und da fliegen wir da ein bisschen herum. Jetzt ging glatt die Ankaut. Ja, das ist der Adrenalin-Modus. Nein, ich hab ihn gar nicht. Ich schon. Okay, dann hat ihn nicht einzeln.
Also wieder so ein fetter LKW, so ein fettes Auto kommen, das ist dann so geil. Ah, ah. Da ist der Motorradfahrer mitgenommen. So, es wird doch vorhin das Auto war ganz nice. Ah. Au. Adrenalin-Modus. Ich bring den nie zusammen, ich bin immer kurz dafür. Ich liege auf die Kiefer oben und dann frotzt mir dort wieder herum. Hätte es mir so geil auf einen LKW gehabt, da bin ich auf den LKW drauf gelegen, mehr oder weniger, der ist gefahren und habe ich voll viel dazu gekriegt. Ah, unter dem Auto, das ist auch überraschend, das ist auch über nice. Ach, die haben einen Polizist über den Haufen gefahren. Oh, wo haut's mich hin? Ja, wir haben's geschafft. Der Sicherungsbruch. So. Ich schon wieder Verbesserungen freigeschalten. Weiß ich gar nicht. Drei. Schauen wir mal. Nein, ich hab keine. Feuer. Achso, die da. Okay. Und Bandenfähigkeit. Na, alles. Scheiße. Selbst Auto. Auto. Kein Auto. Ready is an interesting jo, term. Machst du. So weit müssen wir fahren. So, einmal gefahrt haben wir jetzt. Ich hab unendlich Molotov-Cocktails. Dann hauen wir herum, was das Zeug hält. Ja, und so, es ist eine Amokfahrt, wenn wer fragt. Das ist was Sinnloses. Ja, eigentlich schon. What the hell? Oh, ich hab das genau ins Fenster reingeworfen. Ich triff ja nichts mit mir. Ja, mei. Hey. Ui, ey. Gerade haben wir nur die Kurven da gekratzt haben. Plus 18 Sekunden haben wir uns verdient. Ah, da fahren wir gegen Menschen oder gegen so einen Baum und dann kommt man schon nicht mehr weiter. Wir haben es geschafft. Schön. Das ist so schwierige Missionen, hä? Schlimm. Ja, aber die müssen wir jetzt machen, das ist das. Aber das sind eigentlich solche Nebenmissionen, mehr oder weniger, ne, die müssen wir machen. Jo. Ja. Sonst geht's mit der Kampagne nicht mehr weiter. Der bleibt da. Auge des Tigers, das dürfte wieder eine normale Mission sein. Ich hab Auto. Auto hast Go. You have a funny definition of training. Go, come on, go. I've already played in traffic, remember? This time, all I want you to do is drive around. That's it. Aber ich muss sagen, bis jetzt hat sich noch niemand beschwert bei meinen, bei dieser Let's Play Serie, dass ich zu Dialekt rede. Weil wenn man das am besten sagt, dass ich wurscht, dass mich niemand versteht. Ist kein im Dialekt gespielt. Oh, wenn wir schon im Dual Hand, was der immer mal im Dialekt reden. Mhm. Nein, nicht. Ja, scheiße. Ich bin auch kein. Was muss man da machen? Möchtest du mich mitnehmen? Du musst es quasi nehmen in eigenen Auto. Was tue ich? Ich tue gerade in einem Tiger streicheln. Ja, du einfach. Weiß nicht, ich muss einfach herumfahren. Ja, ich tue einen Tiger streicheln und ich stehe noch immer da, wo wir waren. Okay.
Und ich fahr mit dem Auto herum. Ah, beruhigende Tiger, ich boxe ihm gerade an, aber ich kann Tiger siegen, aber ich schlage einfach den Grund. Ich glaube bei mir, ich weiß es auch nicht. Ja, da haben wir noch ein bisschen Gegenverkehr fahren. Wir überfahren da die Autos. Ich kann den Scheiß nicht. Ich bin Tigerzeichen. Ah, wie geht der Blödsinn nochmal? Was muss ich eigentlich tun? Einfach fahren. Aber der Mut geht nicht auf. Aber nicht zu einstreichen. Ich huck einfach am Boden, Alter. Ich sitze echt am Boden herum. Normal, jetzt ist Mut aufgegangen. Ja, normalerweise müsstest du bei mir im Auto drin sitzen. Ja, aber du hing ein paar kurz mir ausgefällt. Wurscht, wie lange das funktioniert. Da ist eine Jugend der Städte. Mit die Frechtiger. Oh, I'm gonna gut Angel when I see him. Ich hasse das. Das ist eigentlich das, was ich am meisten hasse. Das mag ich nicht. Frag nie, ich musste solche Tastenkombinationen drucken, immer RS und LS. Das haben wir sogar lieber. Das ist nicht so schwer. Ja, aber ich hole irgendwo deppert am Boden mitten auf der Straße herum und mich überfahren andauernd Autos, aber das passiert nicht. Ja, dann lass dich überfahren, ist ja wurscht. Du musst dir die richtigen Kombinationen drucken, dass der Mut aufgeht. Na, dass das tierische Rage übergeht oder so. Und wann geht der Mut endlich auf? Es ist jetzt einmal aufgegangen. Und dann musst du irgendeinen Scheiß zusammenfahren. Das ist langweilig. Lieber aus der Elixier gegen nur überfahren. Ja, wie kann ich am besten Mut machen? Muss ich irgendwo oben herumspringen oder was? Jetzt überfahren wir gerade erst KW. Ich mag ihm wieder Ravagen geben, Mann. Tiger. Jetzt geht die Rage eh schon wieder auf. Ah, jetzt muss ich meine reinhauen. Komm her, Tiger. Nein, wie fehlt das gerade ein wenig. Ah. Ich kann so nicht lenken, wenn mit der die ganze Zeit schlägt. Der Tiger? Ja. Wenn er nicht zart, dann beißt er mich und so weiter. Ich möchte mich, wann du die Mission neu starten? Na, das dauert jetzt ewig. Super Bandenoperation entdeckt. Wie fahr da gerade herum mit dem Teil? Ich schlug wieder mal. Komm jetzt mir wieder mal vorbei. Ja, ich weiß ja nicht, wo du bist. Jetzt schickst du meinen Bodenhupfen. Du bist gerade irgendwo ein paar Straßen von mir entfernt vorbeigefahren. Ich hab keinen Plan, wo ich herumkurve. Ja, Kira hat's ab da am besten. Alter, das fällt mir auf den Senke. Schau aufs Radar. Oder hast du keins? Ja, sicher, ne, was hilft mir das? Was bringt mir das eigentlich zu dir vor? Ne, dann siehst du meinen Bodenhupfen. Ah, da. Hallo. Ah, jetzt ist wieder Mut gezählt. Normal müsste ich auf der Rüdebank gucken und den Tiger streicheln, gell? Ja. Na, es ist dann wenigstens scharf gegangen jetzt. Was eh lässt brechen. Aber ich hätte nur Deckel am Boden und für die Luft streicheln. Ja, streichelt die Luft lieber. Und der so komische Tigergeräusche. Ja, warum nicht? Das Lustigste ist, wenn ich am Schlagen muss, dann hau ich in die Luft rein. Ja, jetzt das Auto ist auch bald im Arsch. Und die Mut will einfach nicht weiter auf. Ja, ich hasse das Scheiß. Die Wohlfahrtsteile da, die nerven so. Streichel der nervt mich schon wieder. Stirb, Tiger, stirb! Der nervt mich schon wieder.
Ich boxe ihn gerade voll nieder. Gute Idee. Sie sind wieder auf Null. Nein, ich bin halt was im Verrecken. Ja, aber ich weiß nicht warum. Bei dir genauso viel. Wir haben gleich viel Leben deswegen. Schaut der Tiger eigentlich cool aus. Du siehst dann eh nachher, wenn du das Let's Play anschaust, falls du dich überhaupt anschaust. Achso. Let's shove that camera up your ass! Ah, der Controller wie Präsius zum. Aber weißt du, was ich cool finde? Dass anscheinend bald einmal für alle die Möglichkeit gibt, die es mit dem Aufladen, dass man dann sagen kann, wenn es freigesetzt wird. Achso, das hast du schon gesagt, okay. Ja, das seht ihr bald einmal. Sollte bald kommen. Oh fuck, das ist fast voll. Ich muss ihn wieder schlagen. Schlag ihn. Ja, jetzt überfahren wir an das Auto. Super, jetzt kann ich nicht mehr drücken. Was ist jetzt? Ich weiß nicht, ich kann gerade nichts mehr da. Bei mir hängt schon wieder. Das hängt aber alles bei mir. Ich kann nicht. Also bei mir hängt das alles. Bei mir ist alles egal. Ja, weil es bei mir die Xbox aufgehängt hat, na super. Ja. Okay. Gut. Ich weiß auch nicht, was. Ja, keine Ahnung. Jetzt muss ich mal die Xbox dann neu starten, liebe Freunde, ja. Ich würde sagen, jetzt haben wir da mal wieder schöne zwei Parts gemacht. Wir haben eben 35 Minuten, jetzt insgesamt schon mehr. Ja, egal, ich sage einmal, ich hoffe, euch hat die Folge so gefallen, wie es jetzt ist. Wir werden natürlich jetzt dann gleich mal weitermachen mit den nächsten Aufnahmen und so weiter und so weiter. Und ja, Manu, sag das Schlusswort. Ja, ich habe nicht viel zum sagen. ich glaube, es wird, die Xbox ist schon langsam ein wenig am Absacken und... Ja, hoffen wir, dass das nicht mehr passiert. Ja, dann ciao.